Fünfmal die Woche trainiert die A-Jugend gerade für ihr erstes Punktspiel. Die Hitze macht ihnen nichts aus, aber die hitzige Rassismusdebatte macht auch hier vor dem Fußballplatz nicht Halt. Katal ist selbst Türke, er hat wenig Verständnis für Özil. Bevor das mit dem Bild halt entstanden ist, hat er gute Spiele gemacht. Und da haben die Deutschen ihn halt auch so nicht, die waren halt nicht rassistisch, sondern waren halt alle korrekt zu ihm. Und haben mir gesagt, Özil ist ein super Spieler. Also davor habe ich das auch nie mitbekommen, dass Özil irgendwie Rassismus den Deutschen vorgeworfen hat. Und ja. Und plötzlich doch. Und plötzlich ändert er seine Meinung und wirft Rassismus vor. Das finde ich auch nicht so gut von ihm. Trotzdem, die meisten der Spieler hier erleben Vorurteile im Sport oft am eigenen Leib. Wenn man auf dem Bolzplatz verliert, wenn man halt im Rückstand liegt, dann werden die halt aggressiv und gehen halt auf Nationalität, anstatt an Spaß zu denken und sonstiges. Letzte Woche hatten wir zum Beispiel ein Spiel, da war recht körperbetont, sage ich mal. Und dann kam von Eltern der anderen Mannschaft, ja, diese Leute spielen halt so. Da gab es dann schon ein paar Fälle, sage ich mal, wo man von draußen, ich sag mal, angepöbelt wurde oder beleidigt wurde. Aber ich habe es ganz locker aufgenommen und ich dachte einfach, man muss dann auf dem Platz die Antwort geben. Also sportlich sehen, dass die Nationalität überhaupt eine Rolle spielt, findet Trainer Sufjan falsch. Wenn man sich mal daneben benimmt, das hat dann mit der Person selbst was zu tun. Ich finde das immer so schade, dass man dann immer sagt, das Land. Politik, da sind sich die Jungs hier einig, hat beim Fußball eigentlich sowieso nichts verloren. So viel zu den Stimmen von der Basis, aber versuchen wir das Ganze auch noch differenzierter zu betrachten mit dem Osnabrücker Migrationsforscher Jochen Oltmar. Jetzt live zugeschaltet, Herr Oltmar, was sagt denn der Fall Özil über Integration und Rassismus im ganzen Land insgesamt? Na, also ich denke, man muss zunächst einmal auseinanderhalten, tatsächlich diesen Fall Özil. Wir haben es mit einem millionenschweren Unternehmer zu tun, der Interesse daran hat, seine Geschäfte zu machen und eben die Integrationssituation in der Bundesrepublik. Natürlich kann man sagen, wir haben hier eine Situation von Mehrfachidentitäten, also ein Mensch, der sagt, er sei Deutscher und er sei Türke zugleich. Das ist etwas, was tatsächlich in der Migrationsforschung für absolut üblich gehalten wird. Es gibt Menschen, die sagen, ich bin Europäer und Deutscher zugleich. Im gleichen Maße kann man eben auch Türke und Deutscher sein. Also von daher, das ist kein besonderer Fall. Dann nehmen wir aber trotzdem noch mal den Fall Özil. Ich glaube, da war das Erdogan-Foto mit dem türkischen Staatspräsidenten auf jeden Fall der Knackpunkt, der zu diesem Ende geführt hat. Viele Menschen fanden das unangebracht, auch weil sie mehr Zugehörigkeitsgefühl zu Deutschland erwarten, in diesem Fall vom Spieler Mesut Özil. Ja, offensichtlich. Das ist ein Punkt, der in dem Zusammenhang in dieser ganzen Debatte eine ganz, ganz große Bedeutung hat. Das ist ja aber ohnehin ein ganz zentrales Kennzeichen von Integrationsdebatten. Das heißt also, die Mehrheitsbevölkerung verlangt etwas von denen, die zugewandert sind, glaubt, bestimmte Forderungen in diesem Zusammenhang umsetzen zu können. Und dazu gehört eben auch die Vorstellung, es gäbe tatsächlich in diesem Zusammenhang ein Entweder-Oder. Entweder sei man Deutscher oder Türke. Wir wissen aber aus den vielen Debatten über Identität, es gibt ein sowohl als auch. Man kann sowohl Deutscher als auch Türke sein, je nachdem, in welcher Konstellation man sich befindet. Betont man den einen Aspekt oder den anderen Aspekt stärker? Wie sieht dann für Sie gelungene Integration stattdessen aus, wenn es eben nicht bedeutet, man muss irgendeine Identität annehmen zu 100%? Also ich denke, diese ganze Integrationsdebatte verweist ja auf einen sehr, sehr komplizierten Zusammenhang. Wir haben wenig Diskussionen darüber, was dann eigentlich Integration überhaupt bedeutet. Aber ich glaube, man muss sich im Klaren darüber sein, dass so eine relativ schlichte Forderung, man muss Deutscher sein, nicht in diesem Zusammenhang funktioniert. Ich sehe auch kein Problem darin, warum sollte man nicht tatsächlich solche Mehrfachidentitäten akzeptieren. Vielen Dank an den Osnabrücker Integrationsforscher Jochen Oltmar.